Nächster Versuch, ich fange einfach nochmal an. Titel Hammer. Ich stelle mich einfach nochmal ganz kurz vor. Christian Mennerich, ich bin jetzt hier bei der Synnex als Entwickler seit knapp 3 Jahren. Das heißt, im März 2013 habe ich hier angefangen und da auch das erste Mal den Begriff NoSQL wirklich kennengelernt. Aus dem Studium kannte man noch sowas wie relationale Systeme, die gab es rauf und runter. Als ich studiert habe, gab es auch noch die Hoffnung, dass sich Objektdatenbanken durchsetzen. XML war ein Trend, NoSQL war für mich neu. Und worüber ich heute so ein bisschen erzählen will, ist, wie wir versucht haben, uns in dieser Welt einfach zurechtzufinden. Im Prinzip gibt es so drei Blöcke im Vortrag. Das eine ist, was ist das NoSQL überhaupt? Wenn man keine Ahnung hat, versucht man da erstmal irgendwie sowas wie eine Definition zu finden und zu verstehen, was sich dahinter verbirgt. Das ist in der Welt relativ schwer. Wir waren auch viel auf Tagungen unterwegs, haben mit den Leuten gesprochen und häufig haben die Vorträge angefangen mit, das ist ein NoSQL-Vortrag und für mich ist NoSQL folgendes. Dann kam eine Latte von Definitionen und die waren auch in den verschiedenen Vorträgen einfach hinreichend verschieden. Das heißt, wir haben also einfach so ein bisschen versucht zu gucken, was sich überhaupt dahinter verbirgt. Es gibt tatsächlich eine offizielle Definition, die gucken wir uns nachher mal an. Und wollen dann so ein bisschen eine Ist-Aufnahme einfach aus der Welt hier geben. Dann gibt es in der Welt immer noch relativ viele Missverständnisse. Das heißt, die Leute reden zwar alle miteinander, benutzen aber oder verstehen unter denselben Begriffen verschiedene Sachen. Dann ist auch das Deutsche teilweise, macht es nicht leichter, einfach das Verständnis da zu fördern. Und dann wollen wir so eine Art dritten Teil einfach nochmal ein bisschen aufrollen, warum das überhaupt eine Technologie ist, die im Moment so stark da ist und was ist denn das Manko an den relationalen Datenbanken und warum hat es die überhaupt gegeben? Die haben ja auch versucht, was zu lösen und dann im Blick darauf zu schauen, ob man nicht an einigen Stellen auch vielleicht Dinge wiederholt oder ob man aus der Entwicklung, aus der Notwendigkeit, relationale Datenbanken überhaupt zu verwenden, eigentlich schon was lernen könnte, auch in der Entwicklung von NoSQL. Entschuldigung. Genau. Worüber sich alle einig sind, ist, dass NoSQL heißt Not Only SQL. Da ist im Prinzip Einigkeit, da hört es auch fast schon auf. Es wird benutzt als Oberbegriff für viele oder fast alle Systeme, die nicht relational Daten verwalten, wobei auch viele Systeme einfach Aufsätze mit anderen Datenmodellen auf relationale Systeme bieten. Also es gibt viele Graph-Datenbanken oder Aufsätze auf relationale Systeme, die oben dann andere Datenmodelle oder Graphenmodelle zulassen. Oft gibt es sehr aktive Communities. Viele dieser Systeme sind Open Source. Das heißt, da ist sehr viel Aktivität und alles in allem ist da einfach sehr viel Dynamik in der Entwicklung und auch in der Welt. Da schauen wir nachher ein bisschen drauf. Die Kernziele, die ursprünglich mal definiert wurden, war, dass man abzielte auf sogenannte Web-Scale-Datenbanken, also mit der Entwicklung des Web, die Verarbeitung von riesigen Datenmengen und vor allen Dingen auch von verteilten Datenmengen und Big Data da als Schlagwort. Das heißt, hier stecken schon mal zwei relativ komplexe Themen drin. Das eine sind verteilte Systeme, das andere sind Datenbanksysteme. Eine meiner liebsten Definitionen aus der Informatik ist die Definition des verteilten Systems von Leslie Lamport, der im Prinzip sagt, ein verteiltes System ist einfach eins, wo der Ausfall eines Rechners, von dem ich gar nicht wusste, dass er existiert, dafür sorgt, dass bei mir nichts mehr geht. Das ist Leslie Lamport ist einer der Pioniere des verteilten Rechnens oder der verteilten Systeme. Und wenn man mal schaut, wer sich überhaupt mit den Themen beschäftigt, die so in der NoSQL-Welt von Bedeutung sind, dann sieht man relativ schnell recht große Namen. Den Herrn Kott, weiß nicht, wer kennt ihn nicht? Den, okay, der ist im Prinzip schuld, dass es das relationale Datenmodell gibt. Also auf den geht diese Theorie ganz stark mit zurück. Der hat 81 auch für die
für die Forschung in dem Bereich den Turing Award, also den Nobelpreis der Informatik, erhalten. Leslie Lamport 2013 für seine Arbeiten in den verteilten Systemen und Michael Stonebracker für die Fortführung der Arbeiten im Bereich der Datenbanksysteme. Also sind schon relativ komplexe Themen. Das sind im Prinzip die sechs Personen und ein paar mehr werden uns im Laufe des Vortrags einfach noch begegnen. Ich werfe einfach schon mal so ein paar Buzzwords einfach dahin. Brewer ist im Prinzip, nach dem ist das Kapp-Theorem benannt. Der Beweis des Theorems wurde dann von Nancy Lynch geführt und Mark Shapiro ist so, hat im Prinzip dann gezeigt, dass unter welchen Bedingungen dieses Theorem dann gilt. Gucken wir uns aber im Prinzip auf einem verständlichen Level dann hoffentlich einfach an, um die Historie einmal nachzufahren. Schon gesagt, wir waren am Anfang auch, als wir versucht haben, uns in der Welt zu orientieren, unterwegs auf Tagung. Ein Vortrag, den ich sehr gut fand, war auf der NoSQL Matters Tagung. Das ist eine NoSQL-Tagungsreihe, heißt mittlerweile Distributed Matters, ist aber immer noch relativ klein, also durchaus lohnenswert, die mal zu besuchen. Gibt es jährlich auch in Berlin. Da hat der Doug Turnbull sowas Ähnliches schon mal gemacht. Und zwar hat er sich, der Doug Turnbull ist tatsächlich Historiker, gelernter, diplomierter und ist dann umgeschwenkt auf die Informatik. Und der hat auch in der NoSQL-Welt versucht, das mal aufzurollen. Im Prinzip angefangen bei der Entstehung der relationalen Datenbankwelt über die Verteilung der Welt dann hin zu der Notwendigkeit von NoSQL-Systemen. Das war so interessant, dass wir im Prinzip gesagt haben, okay, sowas Ähnliches wird uns auch helfen, wenn wir das verstehen. Das haben wir dann mal aufgerollt, erstmal in einem Blogbeitrag. Wir, das ist der Joachim Arras, einer der Synnex-Gründer und seines Zeichens mein Chef und ich zusammen. Dabei ist dann eine kurze Serie auch im Java-Magazin entstanden und hier versuche ich mal so eine Quintessenz, eine kurze einfach zu geben. Gut. Genau, ich habe schon gesagt, es gibt eine offizielle Definition, was NoSQL ist. Das ist tatsächlich, der erste Satz ist ein Zitat aus dem Lehrbuch, wo das steht und das sagt, es ist meistens, also NoSQL ist ein Datenbanksystem, wenn es meistens einige der folgenden Punkte erfüllt. Also es ist irgendwie alles und nichts. Die Punkte, die hier genannt werden, sind zum einen, dass die verwendeten Datenmodelle nicht relational sind. Die Systeme sind von vornherein so designt, dass sie darauf ausgerichtet sind, horizontal zu skalieren. Also das heißt, die Verteilung auf viele Rechner und nicht der klassische Scale-up mit mehr Power, wie man ihn aus der relationalen Welt noch kennt. Viele dieser Systeme sind Open Source. Oft einfach ein guter Punkt, weil da oft dann auch eine Community hintersteckt, die noch zu kriegen ist und Anpassungen einfach auch durchgekriegt werden können. Ein wichtiger Punkt für viele ist die Schemafreiheit oder die Bindung an schwache Schemata. Jeder, der mal oft relationale Schemata ändern musste, weil sich die Businesswelt ändert, der weiß das zu schätzen, vielleicht. Hat aber auch Nachteile, wenn man zu nachlässig in der Welt sein kann. Also eigentlich ist ein Schema, was gut ist, wenn man weiß, dass es sich an der Stelle nicht oder nur selten ändert. Der Blick auf die Replikation von Daten ist ein wichtiger Punkt. Die Architektur der NoSQL-Systeme soll das nativ und von Natur aus schon mal unterstützen. Und ein einfaches API bieten, um auf die Daten zuzugreifen. Einfach meint hier auch oft stark reduziert. Also man kann in viele dieser Systeme einfach Daten reinpacken und wieder rausholen und das war es im Prinzip. Applikation kümmert sich um das, was es mit den Daten anstellt. Und
Die Konsistenzmodelle, die in diesem System verwendet werden, sind oft auch schwach oder schwächer. Eventual Consistency und Base statt Acid ist immer so ein Schlagwort. Gut, jetzt haben wir eine Definition, die anfängt mit meistens einige und relativ schwach ist und auf der anderen Seite auch noch einen ganzen Haufen von Buzzwords wieder mit sich bringt. Also ich weiß nicht, wer kann mit Base und Acid und Eventual Consistency was anfangen? Sehr gut. Wer kann nichts damit anfangen? Also es ist halt schon eine sehr eigene Welt. Wir haben jetzt an dieser Stelle einfach mal ein paar dieser Begriffe rausgenommen. Werde ich einfach mal kurz drüber sprechen noch und einfach um ein bisschen Begriffsklärung zu betreiben. Wenn Fragen oder so sind, einfach bitte dazwischen, dann kann man das am besten gleich klären an der Stelle, wo es unklar ist. Acid ist ein Konzept für Transaktionen, also eine Transaktion einfach als eine Menge von Operationen, die diesem Prinzip genügt. Das heißt, Atomicity heißt, diese Transaktion wird entweder vollständig mit all ihren Operationen ausgeführt oder einfach gar nicht. Wenn die Transaktion startet, dann ist der Store, auf dem sie arbeitet, in einem konsistenten Zustand. Und es meint hier in der relationalen Welt auch immer einen semantisch konsistenten Zustand. Also es gibt Schlüsselbedingungen, es gibt Bedingungen, die eingehalten sein müssen. Wenn die Transaktion fertig ist, müssen diese Bedingungen allesamt wieder gelten. Das heißt, sie beginnt konsistent und sie endet konsistent. Dazwischen dürfen kurzzeitig Inkonsistenzen entstehen. Wenn man mehrere Transaktionen gleichzeitig laufen hat, dann erscheint es jeder Transaktion optimal so, als sei sie die einzige. Also man sieht keine schmutzigen Zwischenzustände, man sieht keine Änderung von anderen Transaktionen, die nicht abgeschlossen sind. Und nachdem die Transaktion durchgelaufen ist, ist alles, was sie gemacht hat, wenn sie erfolgreich war, auch dauerhaft gespeichert. Das heißt, die Änderungen sind persistent. Genau. Dann CAP, die Abkürzung CAP, da steckt auch wieder Konsistenz drin. CAP steht für Consistency, Availability und Partition Tolerance und meint in dem Fall Eigenschaften von einem verteilten System. Ein verteiltes System ist dann konsistent, wenn alle Knoten in diesem alle Rechnerknoten in dem verteilten System auch denselben Zustand sehen. Egal welchen ich frage, ich kriege dieselbe Antwort. Availability oder die Verfügbarkeit meint, dass das System auf Anfragen von außen antwortet, und zwar solange mindestens einer der Knoten noch aktiv ist. Also bevor nicht das gesamte System tot ist, muss das System auch antworten. Und Partition Tolerance, neudeutsch Partitionstoleranz, meint, dass die Toleranz gegen Ausfälle oder im Netzwerk oder gegen den Verlust von Nachrichten, wenn das System verteilt ist, dann können im Prinzip können Verbindungen zwischen den Knoten ausfallen, und mit dem muss das verteilte System irgendwie umgehen können. Und wie diese drei Größen zusammenhängen, das erklärt das CAP-Theorem, da gucken wir später nochmal drauf. Dann haben wir noch gesehen, der siebte Punkt der Definition hat gesagt, eventually consistency und base als konträres Konzept zu acid. Base steht für basically available, soft state und eventually consistent. Das ist letztlich ein Paradigma, das den Fokus auf die Verfügbarkeit von einem System legt und fordert, dass das System im Prinzip immer da ist, dass es verfügbar ist. Letztlich der Zustand des Systems dann aber vielleicht nicht mehr so strikt vorhersagbar ist wie in anderen Konsistenzmodellen. Es garantiert aber, und das meint es eventually consistent, dass wenn das System lange genug ohne Updates
dasteht, dass sich dann die Information auf den Knoten auf denselben, auf einen Zustand einigt. Das, also wenn das System lange genug keine Updates mehr kriegt, dann ist garantiert, dass irgendwann der Zustand des Systems wieder konsistent wird. Man kann im Prinzip ein breites Spektrum zwischen Base und Asset konfigurieren. Man kann auch sein System halt entsprechend tunen, wenn man weiß, welchen Anforderungen man Genüge tun möchte. Der Fokus, haben wir vorhin gesehen, ist auf der horizontalen Verteilung, und das geschieht optimalerweise mit Standard-Hardware, die ist günstig zu haben. Und das ist dann so ein architektonisches, das und fällt das unter den Shared Nothing-Ansatz. Also man hat im Prinzip autonome Rechnerknoten, jeder Rechner hat seinen eigenen Prozessor, seinen eigenen Hauptspeicher, seine eigene Persistenz. Und zwei Rechner teilen sich keine Hardware-Komponenten, sondern sie kommunizieren ausschließlich dann über ein Netzwerk miteinander. Eins haben wir noch, glaube ich, oder? Das ist der schöne Begriff der polyglotten Persistenz, wie ihn Martin Fowler, glaube ich, immer so gerne auch benutzt. You're the right tool for the job meint im Prinzip ein Ziel in dieser neuen Welt, dass man dann in die Lage versetzt wird, für die Aufgabe, die man zu lösen hat, die passende Datenspeicherung auswählen zu können. Und die dann in irgendeiner Form architektonisch oder servicetechnisch zusammenzustecken. Und dass jeder Service für sich aber in der Lage ist, die Persistenz seinen Ansprüchen gemäß selbstständig wählen zu können. Gut, das waren mal fünf dieser Buzzwords, die da in der Definition einfach rumgeflogen sind. Jetzt werden in der Regel die Systeme auch noch klassifiziert, in vier Kategorien gesteckt in der NoSQL-Welt. Und die Klassifikation hier findet statt nach den Datenmodellen, die ihnen zugrunde liegen. Das Einfachste, was man sich vielleicht vorstellen kann, sind Key-Value-Stores, also einfach ein Schlüssel, der hinter dem sich dann in irgendeiner Form ein Objekt, welcher Art auch immer, verbirgt und eindeutig abgefragt werden kann. Großen Zulauf hatten auch die dokumentenbasierten Datenbanken, die im Prinzip das speichern, was man so als JSON auch oft durch die Gegend schickt. Ja. Das heißt, einfach eine Sammlung von so Key-Value-Pairs oder einfach strukturierten Listen, die dann auch genauso gespeichert und wieder abgefragt werden können. White-Column-Stores sind sowas wie, haben schon wieder eine gewisse Ähnlichkeit mit Tabellen, wobei die Spalten allerdings an der Stelle variable Längen haben. Das eignet sich oft gut, um die Strukturen so aufzubereiten, dass man sie gut aggregieren kann. Ein bisschen Sonderrolle in der Welt spielen die sogenannten Graph-Datenbanken, die versuchen, Beziehungen zwischen Objekten direkt zu speichern. Das ist ein bisschen sowas wie stark materialisierte Joins, und die ausnutzen, dass die Beziehungen einfach auch lokal gespeichert werden können. Letztlich sind die Datenmodelle irgendwie alle äquivalent, also man könnte alles nehmen, kann halt beliebig kompliziert werden, wenn man die Transformation dann machen muss. Das heißt, man ist hier in der Lage, das zu wählen, was für seinen Anwendungsfall einfach am besten passt. Ein bisschen ein neuer Trend, der vielleicht neben oder nach NoSQL läuft, sind die NewSQL-Systeme. Ich weiß nicht, hat das schon mal jemand gehört, diesen Begriff? Das ist der Versuch, die relationalen Systeme einfach auf schlaue Art und Weise neu zu implementieren. Der Michael Stonebrocker ist da einer, der führend ist, der im Prinzip das relationale Modell an sich gar nicht so stark kritisiert, sondern sagt, es ist nur einfach altbacken implementiert,
viel von dem Code, der läuft, der ist noch aus den 60ern. Da waren die Architekturen anders, da waren die Optimierungen anders. Und wenn man das heute zeitgemäß implementiert, dann kann man mit dem Modell noch einfach ganz gut auskommen. Wenn man zum Beispiel auf Logs verzichtet und seine Architektur von vornherein verteilt auslegt, redundant auslegt, Replikation reindenkt, dann kann man auf das Latchen von Indexen kann man verzichten, man muss die nicht sperren und auf das Sperren von Datensätzen, wenn man sie mehrfach vorliegen hat, kann man verzichten. Und er hat im Prinzip vier Punkte aufgezählt, die jeweils 25% Geschwindigkeitszuwachs bringen. Und wenn man das halt einfach neu sauber implementiert, dann kriegt man ein relationales System, was von sich aus einfach schneller ist und trotzdem oben noch wie gewohnt SQL spricht. Genau. Gucken wir uns das mal vielleicht als ein Beispiel an. Das ist so, das klassische Beispiel kann einfach ein Webshop sein, der hier oben einfach verteilt seine Nutzer hat, in der Service-Schicht die Anfragen routet und dann je nachdem, welcher Service angesprochen wird, dann polyglott die Storage-Art auswählt, die für seinen Anwendungsfall am passendsten ist. Also zum Beispiel kann es einen Empfehlungsservice geben. Empfehlung ist meist sowas wie Kunden, die das gekauft haben, kauften auch. Das ist sowas wie eine Anfrage vom Typ Freundesfreund. Das klingt irgendwie, als könnte man das in einem Graphen ganz gut abbilden. Würde man vielleicht an der Stelle einen graphbasierten Service wählen, würde dann einen Recommendation Service implementieren. Der Warenkorb ist in der Regel irgendwie an die Session des Benutzers gebunden. Das heißt, da hat man irgendeinen Identifikator, hinter dem verbergen sich die Werte. Das heißt, das ist wahrscheinlich ein Key-Value-Store. Benutzerdaten oder auch der Warenkatalog selber, die sind schon alle irgendwie ähnlich, die unterscheiden sich aber in ihren Eigenschaften. Das heißt, da könnte man überlegen, ob man direkt einen Dokumentenstore benutzt. Die Abrechnung, die würde man vielleicht nach wie vor klassisch relational machen oder das Reporting, da kennen die Leute ihre Tools, die würden sie ganz normal dagegen konfigurieren. Und viele Unternehmen sammeln ja Daten ohne Ende und lassen sich einfach Nachrichten schicken. Da ist es oft auch gar nicht so schlimm, wenn mal was verloren geht. Da könnte man vielleicht so einen White-Column-Store für das Sammeln von Daten bemühen. Und so kann man im Prinzip, das ist dann die Idee, sich unten das auswählen, was für die Anwendung am besten passt und schaltet es dann gescheit zusammen. Was man hier immer nicht vergessen darf, das bleibt halt irgendwie ein verteiltes System. Und wir haben ja vorhin schon mal die drei CAP-Eigenschaften haben wir uns angeguckt. Und haben festgestellt, okay, was wir uns wünschen in so einem verteilten System ist, dass es immer konsistent ist, dass es immer verfügbar ist und dass es auch tolerant gegen Netzwerkpartitionen ist. Und ich glaube, 99 schon in der Arbeit und 2000 dann auf dem Symposium für verteiltes Rechnen hat Eric Brewer die Vermutung geäußert, dass das nicht vereinbar sind. Also die drei Eigenschaften können in keinem verteilten System gleichzeitig gelten. Und das Ganze hieß dann erst die Brewersche Vermutung und ist dann im Nachgang ein Jahr später von Seth Gilbert und Nancy Lynch auch formal bewiesen worden. Es gibt von der Nancy Lynch gibt's ein Netzwerkmodell. Wenn man das für seine Anwendung akzeptiert, kann man zeigen, CAP geht einfach nicht. Ja, man muss sich für zwei von den drei Größen entscheiden und anders ausgedrückt muss man eine dieser Eigenschaft irgendwie opfern. Und dann hat man im Prinzip die nächste Art und Weise, wie man seine Systeme klassifizieren kann. Neben den vier Datenmodellen gibt es jetzt auch noch quasi die Erfüllung des CAP-Theorems. Ja. Die CA-Systeme, das wären so die klassischen relationalen Datenbanksysteme, die sind in der Regel Einmaschinensysteme, die irgendwie hochskaliert werden. Wenn man sich überlegt, dass man vielleicht so eine verteilte
Banking-Software hat, dann möchte man eher, dass die nicht verfügbar ist, als dass sie irgendwas Falsches liefert. Und Cloud Computing ist, da ist oft die Konsistenz einfach schwächer. Da gibt es ja sowas wie eine Eventually Consistency und verschiedene Leute sehen zu verschiedenen Zeiten erstmal unterschiedliche Zustände. Das kann man aber oft in Kauf nehmen. Was noch ganz interessant ist, das ist noch ein anderer Begriff der Eventually Consistency gibt. Wenn man hier die starke Konsistenz aus dem CAP ersetzt durch eine starke Eventually Consistency, also nur fordert, dass die Knoten die gleiche Updates gesehen haben, auch in den gleichen Zustand wandern, dann kann man zeigen, dass in diesem reduzierten Modell das CAP noch gilt. Diese Strukturen, die dahinter stecken, nennen sich Conflict-Free Replicated Data Types. Das mal jemand. Nee, schade. Ist interessant, einfach als es steckt eine relativ interessante Mathematik einfach dahinter. Und wenn man seine Datentypen so designen kann, dass das gilt, dann kann man halt auch eine stärkere Konsistenz wieder annehmen und kann zum Beispiel verteilte Zähler implementieren oder verteilte Listen und weiß im Prinzip aber den Zustand, in dem die laufen. Okay. So, was haben wir jetzt gemacht? Wir haben versucht rauszukriegen, was NoSQL ist. Wir haben geguckt, wie die Systeme klassifiziert sind. Haben festgestellt, okay, im Prinzip teilt man das Ganze in vier Klassen und diese vier Klassen, die teilt man dann nochmal ein in ihre Klassifikation bezüglich dieses CAP-Theorems. Das ist relativ komplex. Im Moment gibt es gelistet im NoSQL-Archiv 225 NoSQL-Datenbanken. Das sind schon relativ viele und die verteilen sich halt irgendwie dann auch noch um dieses Dreieck. Und dann ist es gar nicht mehr so eine triviale Aufgabe, noch zu sagen, was eigentlich zu meiner Anwendung genau passt. Wenn man hier mal auf die AP-Seite guckt, dann sehen wir hier schon mal einfach vier Key-Value-Stores. Und da wird es dann einfach relativ schwierig, noch Entscheidungen zu treffen. Okay. Es gibt noch ein paar andere Arten, das CAP-Theorem darzustellen, die auch in der Literatur relativ verbreitet sind. So eine Art Venn-Diagramm, die im Prinzip hier einen schwarzen Fleck hat, wo die drei Eigenschaften zusammentreffen. Das ist so der Ort, den man nicht erreichen kann. Dann gibt es den Werner Vogels von Amazon, der gesagt hat, im Prinzip sieht es aber so aus. Wenn ich ein verteiltes System habe, zumindest wenn es weit verteilt ist, dann muss ich mit Netzwerkpartitionen rechnen. Kann ich nicht garantieren, dass es die nicht gibt. Und ich muss mich dann entscheiden, wenn ich die bemerke, was opfere ich. Es gibt in dem Sinne nur CA- oder AP-Systeme. Das ist ein viel diskutierter Punkt in der Community und in der Literatur. Genau. Na, hier ist nochmal der Versuch, das als so eine Art Verband darzustellen, um zu sagen, okay, hier oben kommen wir einfach nicht hin, solange wir hier das strikte C setzen. Wenn wir dafür die starke Eventually Consistency einsetzen, dann könnte man das wieder komplettieren. Oje. Noch jemand dabei? Okay. Das war so unser Ausgangspunkt oder der Versuch, wenn wir das einfach mal versucht haben aufzurollen. Das ist so ein bisschen der Ist-Zustand. Reflektiert auch ganz gut die Realität. Es ist einfach nicht leicht, sich in der Welt zurechtzufinden, wenn man da völlig neu reingeht. Es ist vorhin schon mal angedeutet, es gibt noch eine ganze Reihe von Missverständnissen, die sich da sehr hartnäckig auch halten in dieser Welt. Das eine ist tatsächlich dem Deutschen geschuldet. Eventually consistent heißt nicht eventuell konsistent. Das führt zu Verwirrung,
wenn man das einfach, also auch wenn man sich unterhält im Deutschen, sagt man schnell mal eventuell, auch wenn man es nicht meint. Also es meint auf keinen Fall, dass das System vielleicht konsistent wird, sondern es wird garantiert konsistent und zwar auch in vernünftiger Zeit. Ein anderes Missverständnis, was sich sehr hartnäckig hält, erstaunlicherweise, ist, dass wir haben relationale Datenbanksysteme und oft wird dann das relational schlicht mit Beziehung übersetzt, weil ja die Tabellen in dem System in irgendeiner Form über Schlüssel in Beziehung stehen. Das meint aber dieses Relational nicht. Das kommt tatsächlich aus der Relationentheorie der Mathematik und die Relation ist einfach sowas wie ein Tupel oder eine Tabellenzeile oder eine Menge von solchen Zeilen ist eine Relation. Das hat im ersten Schritt aber nichts damit zu tun, dass meine Daten oder die Entitäten, die ich da abbilde, in irgendeiner Form einer semantischen Beziehung unterliegen. Das hält sich auch erstaunlich hartnäckig und führt dann auch oft dazu, dass Leute, die sich unterhalten, einfach aneinander vorbeireden. Was es mit diesen Relationen auf sich hat, das gucken wir nachher noch mal ganz kurz an. Also letztlich bietet das die Möglichkeit, diese Relation, auch das relationale Datenmodell in irgendeiner Form einer Mathematik zugänglich zu machen, die eine Analyse rechtfertigt oder mit dem man auch die Aussagekraft oder die Mächtigkeit dieser Sprachen messen kann. Zwei Buzzwords. Wir haben einen Konsistenzbegriff in ACID und wir haben einen Konsistenzbegriff in CAP und die haben per se auch erstmal nichts miteinander zu tun. Hier haben wir gesehen, das ist ein semantisches, transaktionales Konzept. Das bezieht sich genau auf die in einem relationalen System auf die Schlüssel, auf die Constraints, die da liegen. Hier haben wir gesagt, okay, in CAP ist es eine Bedingung an die Rechnerknoten in einem verteilten System. Genau, das ist uns auch noch ab und zu über den Weg gelaufen. HA und Recovery. Nur weil ich meine Daten repliziere, heißt es nicht, dass ich sie auch in irgendeiner Form gesichert habe. Also wenn ich Unsinn ins System schreibe oder einen Datensatz lösche, dann repliziert sich auch dieser Fehler und ich habe nicht automatisch gewonnen, dass ich auch meine Daten zurückholen kann. Es kann sehr ärgerliche Effekte haben. Unter Verfügbarkeit gibt es noch zwei andere Begriffe. Also das eine ist das Sharding, das andere ist die Replikation. Sharding heißt an der Stelle, ich verteile meine Daten. Ich kann zum Beispiel, wenn ich Benutzer habe, kann ich auf einem Teil des Systems, die mit einer Westpostleitzahl und oder die Westküste und auf einem anderen Teil des Systems die Benutzer aus der Ostküste halten. Dann habe ich die Daten echt verteilt und wenn mir so ein Shard ausfällt, dann sind die Daten in dem Moment nicht verfügbar. Replikation meint tatsächlich die redundante Duplikation dieser Daten. Ja, ich habe dieselben Objekte an verschiedenen Stellen. Das sind im Prinzip zwei Möglichkeiten, die Verfügbarkeit des Systems zu gewährleisten. Die Replikation in der Regel dazu genutzt, die SLAs zu gewährleisten, die man so standardmäßig vergibt. Dass man sagt, man ist 99,9999% hat man Uptime. Das kann man gut gewährleisten, indem man die Daten halt redundant da hat. Wenn Teil des Systems ausfällt, komme ich trotzdem noch an alle Daten. Wenn ich Daten schade, muss ich damit rechnen, dass ich nicht 100% der Informationen zu jedem Zeitpunkt liefern kann, obwohl das System immer noch da ist. Okay, noch ein Ärgernis, was glaube in der CouchDB-Community auch eine Weile für Verwirrung gesorgt hat. Viele dieser Systeme
versionieren Daten. Ja, sie halten verschiedene Versionen eines Datensatzes vor, in der Regel, um Konflikte zu detektieren und nachher aufzulösen. Das heißt aber nicht, dass ich die Versionen, die ich da habe, auch für eine Historisierung meiner Daten benutzen sollte. Die CouchDB zum Beispiel kompaktiert irgendwann alles und schmeißt dann alle Versionen weg, wenn sie weiß, sie ist in einem konsistenten Zustand, weil sie das einfach nicht mehr braucht, um noch weiter Fehler zu finden oder um Konflikte aufzulösen. Dann wäre auch meine Historisierung weg. Also das muss die Applikation im Prinzip auch noch selber gewährleisten. Okay. Das war im Prinzip, hast du eine Uhrzeit für mich? 7:05. Okay. Okay, das war so ein bisschen der Ist-Zustand, also was ist NoSQL, worauf zielt es ab, wie ist es definiert und warum ist es so schwer in der Welt auch noch miteinander zu sprechen. Was wir jetzt noch ein bisschen beleuchten wollen, ist, wo kommt denn das eigentlich her? Warum ist auf einmal die Notwendigkeit da, da andere Systeme zu verwenden? Warum können da nicht die relationalen Systeme wie bisher auch als Universalwerkzeug mithalten? Oder was macht den Webscale-Gedanken so signifikant anders, dass das auf einmal nicht mehr geht? Genau. Das haben wir auch in unseren Artikeln. Wir haben das versucht, ein bisschen an der wissenschaftlichen Literatur festzumachen, dass wir im Prinzip uns zuerst mal angucken, was wollten eigentlich die relationalen Datenbanken? Was wollten die denn anders machen? Warum gab es die? Was wollten die lösen? Oder wo kommen die denn her? Über die gehen wir dann über auf das Kapp-Theorem und die Verteilung. Und gucken mal an, wo denn die relationalen Datenbanken in dieser Klassifikation stehen und schauen uns dann im Nachgang noch an, was der Michael Stonebracker dazu sagt. Der hat ein relativ radikales Urteil gefällt und auch ein paar Sachen einfach nachgewiesen, die zeigen, warum gewisse Sachen in der Welt einfach nicht funktionieren. genau, das ist auch ein netter Ausspruch von Mike Stonebracker. Also das wird uns auch noch an ein paar Stellen begegnen. Ich hoffe, wir können das ein bisschen aufzeigen, dass es immer Sinn macht, in die Vergangenheit zu gucken und zu verstehen, was ist denn bei anderen falsch gelaufen, um gleich diese Fehler zu vermeiden. Also wir können auch noch mal in die aktuellen NoSQL-Systeme gucken und dann mal schauen, was die im Sinne von der Kotschen Kritik, die wir uns gleich angucken, vielleicht einfach an Fehlern wiederholen und vielleicht hätten vermeiden können. Vielleicht auch Sachen, die unvermeidbar sind. Also, holen wir ein bisschen aus und gehen mal zurück in die 60er Jahre des letzten Jahrhunderts. Da gab es sowas wie Netzwerk und netzwerkorientierte Datenbanken und hierarchische Datenbanksysteme. Kennt die noch jemand? Muss da jemand noch mit arbeiten? Oder hat mal jemand damit arbeiten? Poor you. Immer noch? Nee? Okay, das ist gut. Ja, so hat es bei mir auch angefangen. Ja, also ich kenne wenige, die wirklich noch mit sowas zu tun haben, aber es gibt sowas an einigen Stellen noch. Btrief, genau. Die Idee hier ist, Daten in irgendeiner Form anzuordnen. Das Beispiel, was wir haben, im Prinzip, ich möchte ein Möbelstück aus seinen Teilen irgendwie komponieren und möchte halt so eine Anleitung mir abspeichern, um welches Möbelstück zusammenzubauen, ich welche Teile habe. Und dann habe ich halt gleich das Problem schon mal, ich kann das auf verschiedene Arten und Weisen darstellen. Ich kann sagen, das Teil weiß, zu welchem Möbelstück es gehört. Ich kann sagen, das Möbelstück weiß, welche Teile es hat. Oder ich kann das komplett zerlegen
und kann im Prinzip Möbelstücke und Teile einzeln mir irgendwo abspeichern und dann die Zusammengehörigkeit merken. Also es hat ja auch schon ein bisschen sowas wie einen normalisierten relationalen Charakter. Aber im Prinzip sind erstmal alle Möglichkeiten äquivalent möglich. Und wenn ich gegen diese Systeme arbeite, muss ich wissen, wie die Sachen abgelegt sind, um meine Use Cases letztlich zu erfüllen. Und was der Edgar Cott als Kritik formuliert hat, waren im Prinzip drei Abhängigkeiten, die da inhärent drinstecken. Das eine ist die Abhängigkeit von der Anordnung der Daten auf dem Persistenzspeicher. Ich kann die Teile immer so ablegen, dass sie nach einer Nummer oder nach einem Namen sortiert sind. Das heißt, wenn ich die Sachen in die Applikation hole und mich darauf verlasse, dass sie so geordnet sind, kriege ich ein Problem in dem Moment, wo ich auf der Persistenzschicht was ändere, unten drunter. Ein zweiter Punkt ist die Abhängigkeit explizit von Indexstrukturen. Ich muss wissen, wie der Index heißt, um mal meine Daten zu kommen. Und die Applikation geht dann kaputt, wenn ich diese Struktur ändere, umbenenne oder lösche. Ich finde dann meine Daten nicht wieder. Oder die Abfrage geht kaputt. Ich muss an die Applikation. Und der dritte Punkt ist dann noch die Abhängigkeit von den Zugriffspfaden, also wie die Daten untereinander im Prinzip tatsächlich auf der Platte vernetzt sind. Ich habe ja verschiedene Möglichkeiten. Jetzt kann ich mir überlegen, was mit der Anwendung passiert, wenn ich das ändere. Also entweder verhält sie sich manchmal unerwartet oder im besten Fall geht sie gleich kaputt. Und eine Idee jetzt war es zu sagen, okay, man möchte das in irgendeiner Form, möchte man das besser machen. Und da kommt dann die Idee des relationalen Datenmodells ins Spiel. Also letztlich ist die Grundidee eine Auftrennung. Man trennt in ein logisches Datenmodell auf und die physikalische Speicherung unten auf dem Persistenzspeicher. Und wenn ich das richtig mache, dann werde ich diese drei ungewollten Abhängigkeiten los. Und das relationale Datenmodell, also das Tupelmodell, ist im Prinzip in der Lage, das zu lösen. Und was man dann noch mitgewinnt, ist die sogenannte relationale Algebra oder letztlich Implementierung davon ist SQL, die doch sehr mächtig ist. Also in der Regel kann ich ja doch an so ein Modell dann alles fragen, was mich in meiner Anwendung existiert oder was einem Kunden noch so einfällt, was er gerne wissen möchte. Also alle Informationen, die irgendwie drin steckt, nicht? Nee? Genau, weil die auch für sowas nicht wirklich geeignet sind. Da sind wir genau. Relation ist nicht Beziehung, Graph ist Beziehung. Und dann. Aber man hat mit der relationalen Algebra, hat man erstmal, also wenn man Rekursion außen vor lässt und solche Konzepte mit der ersten Formulierung kommt man relativ weit. Also man ist da irgendwie, man gewinnt zwei Sachen. Zum einen eine Messbarkeit der Anfrage, der Aussagesprache, der An Aussagekraft der Anfragesprache und man kann sie zu logischen Kalkülen messen. Also SQL ist irgendwie sowas wie eine Prädikatenlogik, alles was ich mit für alle existiert realsprachlich formulieren kann, das kann ich auch da abfragen und sowas kann ich nicht, eine Rekursion kriege ich nicht in diesen Kalkül und deshalb geht es an der Stelle auch kaputt. Nicht? Gut, dann klär mich. Geht nicht in zwei Sätzen? Das sind aber Erweiterungen zu dem ursprünglich formulierten. Okay. Dann ist die erweitert. Okay.
Vielleicht erklärst du es nachher tatsächlich nochmal. Der andere reicht mir, das zu verstehen. Also, okay. Okay. Ja, es ist nicht, ja. Okay. Okay, dann nehme ich vielleicht einfach ein paar Sachen nachher zurück und lass mich belehren. Also finde ich, ja. Ja. Also performant wäre dann. Okay. Also sprechen wir. Finde ich super. Finde ich super. Ja, Hammer. Hammer da. Okay, genau. Also, was man dann in der Regel noch macht, man normalisiert seine Schemata, um gewisse Anomalien zu vermeiden. In der Regel kommt das irgendwie aus einer Redundanz. Schon wieder skeptisch. Aus einer Redundanz oder aus funktionalen Abhängigkeiten und genau. Das heißt, man baut sein Schema so, dass man dedizierte Orte für die Information hat, dass das Löschen einer Information nicht andere Informationen mitlöscht, die man gerne behalten hätte und vermeidet Redundanz, sodass man halt Informationen nur an einem Ort abspeichert. Das war so ein kleines Beispiel im Prinzip einer Buchverwaltung oder einer Bibliothek. Ich kann meine Bücher hier irgendwie verwalten. Wenn ich dann noch wissen möchte, wer hat was ausgeliehen und wer hat was reserviert und mache das naiv und speichere mir einfach die Benutzerinformation mit, dann hätte ich sie an der Stelle und an der Stelle. Das heißt, ich müsste sie an mehreren Stellen redundant pflegen. Ich kann in so einem Modell könnte ich keine Benutzer einpflegen, die weder was ausleihen noch was reservieren. Normalisierung würde das an der Stelle irgendwie lösen. Genau. Was dann im Prinzip passiert ist, ist, dass die relationalen Datenbanken mehr oder weniger der Standard wurden für eine lange, lange Zeit. Und dass relationale Datenbanksysteme eigentlich die Persistenzwelt dominieren, zusammen mit SQL und Erweiterung von SQL. Und dass viele Leute von Natur aus einfach in diese normalisierten relationalen Strukturen denken. Zumindest an der Stelle häufig der Eindruck. Und dass auch die Softwareentwicklung sich letztlich angepasst hat an diese Art der Datenpersistierung. ACID ist durchaus gut geeignet, einfach um Abstraktionen zu bauen. Man kann sich einfach auf das verlassen. Wenn der Store das implementiert, Java gibt es dann die Java Persistence API. Es gibt objektrelationales Mapping, was man benutzen kann, was einen unterstützt. Das Ganze findet dann auch in die viele Frameworks einfach mit einfach Eingang. Und macht das Arbeiten mit diesen Stores sehr convenient. Das führt dann auch dazu, dass man das einfach wieder festigt. Was es dann noch gibt, ist ein Bruch, der sogenannte Impedance Mismatch zwischen der Objektwelt und der relationalen Welt. Um meine Objekte zu füllen in der Anwendungswelt, muss ich relativ kompliziert manchmal einfach meine Strukturen zusammensuchen auf der in der im relationalen Datenspeicher. Also das Ganze passt oft nicht zusammen. Man hat zwar mit dem objektrelationalen Mapping viel Unterstützung, das ist aber oft einfach nicht so performant, wie man das gerne hätte. Und da kommt dann auch sehr viel Unmut einfach her, was die relationale Welt oder auch was das Joinen angeht, dass es den Ruf hat, einfach teuer zu sein und dass es Performance kostet. Letztlich
guckt hier die Abstraktion, die man unten drunter einfach getan hat, guckt dann wieder, also die Separation in ein logisches Modell und ein physikalisches Datenmodell, die guckt an den Stellen wieder vor. Also ab und zu ist es doch tatsächlich so, dass wenn man eine Abfrage äquivalent umformuliert, dass man damit einfach Performance wieder gewinnt, wenn man doch weiß, wie seine Daten aussehen, wie man weiß, wie groß die Sachen sind, die auf dem Speicher rumliegen. Und genau, also es guckt halt an den Stellen einfach wieder hervor. Oft ist die Konsequenz, dass man Daten wieder denormalisiert und sich dann die schön wegabstrahierten Eigenschaften einfach wiederholt. Okay, ja, so ein simples Beispiel einfach. Man könnte halt, wenn man sein normalisiertes Schema hat, an der Stelle wieder zusammenkleben, wenn man weiß, okay, Möbel und Teil sind eh eigentlich eine Einheit, dann würde ich sie vielleicht auch so speichern, müsste dann dafür sorgen, dass ich auch mit der Redundanz wieder lebe an der Stelle. Ein anderes Manko ist die Skalierbarkeit in den Systemen oft. Die relationalen Systeme sind in der Regel ursprünglich so gebaut, dass sie vertikal skalieren. Das heißt, das sind eigentlich, möchten sie auf einer Maschine optimalerweise laufen und mehr Performance kriegt man dann durch mehr RAM, mehr Speicher, mehr Power. Dem Ganzen ist irgendwann aber ein Limit gesetzt. Horizontal skaliert die Welt eigentlich eher schlecht. Und das ist so ein bisschen der Ort, wo die NoSQL-Systeme eigentlich eingreifen. Also sind von vornherein ausgelegt, horizontal zu skalieren. Sie bringen so ein bisschen die Wahlmöglichkeiten wieder rein, den Store so zu wählen, dass er zum Anwendungsfall passt und also das richtige Tool für die Aufgabe an der Stelle zu wählen. Das One-Size-Fits-All ist im Prinzip eine Aussage auch von Michael Stonebrocker, der an der Stelle gesagt hat, dass die relationalen Datenbanksysteme als Universalspeicher letztlich sowas sind wie eine Marketing-Illusion, die großen Hersteller an der Stelle mit Biegen und Brechen aufrechterhalten. Also One-Size does not fit all, ein relationales Datenbanksystem ist nicht für jeden Anwendungsfall, den man hat, gleich gut geeignet. Es lohnt sich einfach an verschiedenen Stellen zu gucken. Das heißt letztlich auch zu gucken, welches Datenmodell passt denn, welche Anforderungen habe ich denn an Konsistenz und kann ich vielleicht auch verschiedene Stores an verschiedenen Stellen wählen. Der Mike Stonebrocker geht an der Stelle sogar noch weiter und sagt, im Prinzip ist es heute so, dass die alten relationalen Datenbanksysteme, so wie sie laufen, eigentlich in keiner Disziplin, die man in der normalen Anwendungswelt noch hat, überhaupt noch die erste Wahl sein sollten. Er sagt, wenn man mal schaut, was so die Standardanwendungen sind, dann gibt es sowas wie Textsuchen und Textanalysen. Dafür gibt es heute Systeme, die das besser können als relationale Datenbanken. Wenn ich Reporting oder Business-Analyse in Data Warehouses machen möchte, dann gucke ich mir vielleicht eher einen Column Store an und mache das auch nicht in meinem Sternschema, so wie ich das immer gemacht habe in der relationalen Datenbank. Stream Processing gibt es auch schlauere Sachen, da brauche ich vielleicht auch die ganzen Asset Constraints nicht. Das, was man, also wir bei uns in der Regel haben, das Online Transactional Processing oder auch der Beispiel von dem Webshop vorhin, da könnte ich mir ein passendes anderes System auswählen, das an der Stelle besser passt als ein relationales Datenbanksystem. Und wenn ich in der relationalen Welt bleiben möchte, kann ich immer noch auf NoSQL, auf NewSQL-Lösungen ausweichen, die das alte Konzept im Prinzip mit neuen Mitteln adäquat neu implementieren. Also ich könnte mir sowas wie eine VoltDB an der Stelle vielleicht angucken. Soweit der Mike Stonebrocker. Genau. Abschließend einfach nochmal ein paar Beispiele,
wie das aussieht, wie man jetzt gegen diese NoSQL Stores im Prinzip entwickeln kann. Wenn man so ein Framework wie Spring oder ähnliches verwendet, dann hat man, also rechts, ich hoffe, man kann es ungefähr lesen, ist der klassische relationale Store. Links haben wir eine Neo4j-Datenbank. Im Prinzip kann man sehr ähnlich arbeiten. Also man kann seine Entitäten annotieren. Man hat dann ein Objekt-Relational oder ein Objekt-Graph-Mapper, der die Kommunikation mit der Persistenz benutzt. Und das ist auch für ältere Entwickler einfach sehr convenient. Die Neo4j, nicht? Er lacht. Sag's ruhig. Ach so, für gestandene Entwickler. Dienstalter. Genau. Ja, wenn man einfach mal schaut, wie sich auch die Anfragesprachen gegen solche neuen Stores entwickeln, das fand ich immer ganz interessant, wenn wir die Neo4j nehmen. In der Version vor 2.0, das ist, glaube ich, knapp 2 Jahre jetzt her, dann die Anfragesprache heißt Cypher. Dann hat man in der Anfrage direkt den Namen eines Index, der benutzt wurde, um den Knoten zu finden, mit dem man quasi in seine Query einsteigt. Und wenn man den verändert, umbenannt hat, dann musste man auch die Abfrage wieder anfassen. Also sowas wie eine Indexing Dependency hat man hier auch gehabt, die ist aber verschwunden. Also das wird im Hintergrund jetzt für den Benutzer transparent gemanagt, der sieht es nicht mehr, die Indexe gibt es einfach und die Anfragen sind dann immun gegen Veränderungen auf der Ebene. Genau, die Cassandra macht sowas implizit, also wenn man Where-Klauseln benutzt, zumindest war das bis vor kurzem noch so, dann konnte man das auch nur formulieren, wenn ein Index auf diesem Attribut lag. Die musste man zumindest irgendwo erzeugt haben. Okay, das war es im Prinzip fast schon. Also vielleicht einfach die Idee, auch mal zu gucken, wie die Entwicklungen sind, wie sich die Sprachen auch gegen diese neuen Stores entwickeln und ob da nicht ähnliche Sachen passieren, wie sie schon mal passiert sind vor 30 Jahren. Zum Abschluss noch. Was eine sehr interessante Seite ist, ist die, ich weiß nicht, ob es jemand kennt, Call Me Maybe. Das finde ich sehr lohnenswert, da immer mal reinzuschauen. Das ist im Prinzip der Kyle Kingsbury, der schaut, ob die Spezifikationen, die die Hersteller von diesen neuen Systemen rausgeben, auch stimmen. Also ob die Isolationslevel. Also, ja, genau. Also, das ist sehr interessant, weil das tatsächlich sehr oft nicht stimmt. Also, der letzte größere, den ich da gelesen habe, war der Galera-Cluster also die Cluster-Variante der MariaDB, die aus Performance-Gründen Snapshot-Isolation eliminiert haben, aber haben vergessen, die Doku nachzuziehen. Also, das kann böse Auswirkungen haben. Da gab es auch ein Test auch auf der Seite von ihm und das ist dann auch relativ schnell korrigiert worden. Also es ist durchaus was dazu dient, dass die Stores an Reife gewinnen und auch letztlich sich so präsentieren müssen, wie sie wirklich funktionieren. Was uns irgendwie vielleicht oder was vielleicht naheliegend ist, dass man gar nicht versucht, sowas wie ein Universalwerkzeug zu werden und ähnlichen Scheiter einzugehen, sondern dass man versucht, die Nische, die man hat, mit seinem Store in irgendeiner Form einfach auszubauen und da sich zu stärken, ob das vielleicht die bessere Strategie ist, um in der Welt auch zu überleben oder auch um zu vermeiden, dass man halt auf dieser Seite einfach landet und zerrupft wird, weil man gar nicht alles erfüllen kann, was man sich wünscht. Okay, das war's von meiner Seite. Ein paar Quellen noch und dann einfach vielen Dank. Fragen, Kommentare gerne. Sonst auch hinterher. Ja.
tatsächlich schwierig, da Überzeugungsarbeit zu leisten, weil auch viele einfach an den Konsistenzbegriffen hängen. Also oft ist es ja auch gerade, wenn ich einfach Nachrichten und viel sammle und mir ein Datum verloren geht, ist das oft gar nicht schlimm, zumindest in einigen Welten, die wir hier haben. Das ist tatsächlich schwierig. Also Vorteile aufzeigen, wo es relativ gut geht, oft ist in der Graphwelt, weil die immer noch so ein bisschen separat ist und sich da Kunden oft einfach einfacher überzeugen lassen. Das ist unsere Erfahrung. Also da haben wir ganz gute Erfahrungen gemacht, dass man mit Graph-Datenbanken das kriegt. Aber gerade wenn es ums Reporting geht oder wenn es um Business-Analyse geht, sind wir da auch einfach oft nicht so erfolgreich, wie wir gerne wären. Man hängt halt auch gerade an den alten Tools. Und da ist dann ein bisschen vielleicht auch wo die Argumente von Mike Stonebraker ins Spiel kommen, weil auf diesen NewSQL Stores einfach das SQL noch funktioniert und die Leute sich wohler fühlen, einfach weil sie es kennen. Und weil einfach das alte Reporting an der Stelle noch funktioniert. Also gut zureden und ja. Okay. Dankeschön. Ja, vielen Dank für den interessanten Vortrag, Christian. Du bist bestimmt noch ein bisschen hier, wenn Fragen sind oder sonst was. Das war nicht die Intention. Doch, das hoffe ich. Informationsspreading. Okay. Ja. Robert Kestel. Ja. Ich komme einfach nachher beim Björn. Ja, vorbei. Okay, an der Stelle nochmal vielen Dank für den Vortrag, Björn. Danke auch an Civics für die Räume zur Verfügung stellen. Danke auch an Katja zum Organisieren. Und ich hatte noch ein bisschen Essen zur Verfügung gestellt. Da wir ein bisschen mehr sind, als so vorher angemeldet wurde, wird es wahrscheinlich ein kleines Häppchen sein. Aber deswegen vielleicht als Anregung für nächstes Mal wäre wirklich toll für die Sponsoren und auch die Veranstalten vorher kurz anmelden, dass ihr kommt auf der Xing-Gruppe. Würde einfach helfen. Dann haben wir auch genug, mehr. Dann haben wir auch genug Essen, ja. Bier und Getränke haben wir genug. Das ist richtig. Ja, dann viel Spaß noch.